Kehrt um, Reisender! In diesem Nebel lauert der Schrecken. Viele haben sich ins düstere Tal gewagt. Doch vergebens ist aller Mut angesichts der Gefahr, die diesen Pfad bewacht. Bei der Kluft der Kolosse, im Dunkel vor der Dämmerung, marschierten wir nichtsahnend in die kaiserliche Falle. Dort standen wir und kämpften. Unser Schildwall trotzte lange dem Feind, und bei Anbruch des Tages wankten seine Reihen. Erfahren habe ich nie, ob das Ende der Nacht uns den Sieg gebracht. Ein flinker Pfeil trug mich nach Sovngarde. Ich weiß es nicht, doch niemand kommt hindurch. Alduin, voll unstillbaren Hungers, jagt die verlorenen Seelen, die in diesem düsteren Tal gefangen sind. Könnt ihr uns den Weg weisen? Dorthin, wo Schors Halle wartet, sie verheißt uns ein lang ersehntes Willkommen.
Ich sah sie deutlich, als zuerst auf diesem Pfad ich schritt. Der Schmerz, die Furcht, sie waren weg wie im Traum und eine Vision winkte mir. Shaws Halle glänzte dort, jenseits des trüben Tals. Doch brachte der Nebelschleier die Hoffnung zum Erlöschen. Mein Geist verdunkelte sich. Ich kam vom Weg ab und irre nun blind umher. Schnell! Trag die Kunde unseres schweren Loses in Shaws Halle, ehe Alduin auch euer Leben verschlingt. Ich will versuchen, mich an eure Zuversicht zu halten. Schnell, bevor der dichte Dunst erneut mich fängt im Netz des Weltenfressers. Es gibt kein Entrinnen. Tapferkeit ist nutzlos. Hütet euch, der Weltenfresser wartet im Nebel. Hütet euch, der Weltenfresser wartet im Nebel. Was führt euch, grimmer Wanderer, zu Sovngarde, Ende der Seelen? Geschenk Shaws an geehrte Tote. Ein schicksalhafter Auftrag. Nicht wenige brannten darauf, dem Wurm entgegenzutreten, seit er an der Schwelle zu Sovngarde seine Seelenfalle aufgestellt hat. Doch Shaw hat unseren wütenden Ansturm gehemmt. Vielleicht hat er in seiner tiefen Weisheit euren Untergang vorhergesehen. Kein Schatten seid ihr, wie sie sonst hier vorüberziehen, sondern lebend wagt ihr euch ins Land der Toten. Mit welchem Recht begehrt ihr Einlass? Ihr dringt hier unbefugt ein, Schattenwandler. Shaw kennt euch nicht. Vielleicht werdet ihr euch vor dem Ende das Recht verdienen, diesen Weg zu gehen. Ein Willkommen entbiete ich euch nicht, doch an eurem Auftrag will ich euch nicht hindern. Wenn ihr meinem Zorn widerstehen könnt, lebend oder tot, auf Befehl Shaws darf niemand diese gefahrvolle Brücke überschreiten, bis ich ihn nach der Kriegerprüfung für würdig erkläre.
Es ist viel Zeit vergangen, seit zuletzt ein lebendes Wesen hier eingetreten ist. Möge Shaws Gunst auf euch und eurem Auftrag ruhen. Seid willkommen, Drachenblut. Unsere Tür war leer, seit Alduin seine Seelenfalle hier aufgestellt hat. Auf Shores Befehl hin haben wir unsere Schwerter weggesteckt und sind nicht in den dunklen Nebel des Tals vorgedrungen. Doch drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Gormleid der Furchtlose, frohen Herzens in die Schlacht ziehend. Hakon der Kühne, unbarmherziger Krieger. Und Feldir der Alte. Vorausschauend und grimmig. Ich sehne mich nach einer Geschichte voller großer Schiffe und furchtloser Helden, um mein Herz zu wärmen. Hör zu, Freund. Und endlich! Jetzt werden wir Alduins Untergang besiegeln. Sprecht nur das Wort und wir werden mit mutigen Herzen voranstürmen, um den Wurm niederzustrecken, wo immer er lauert. Wartet, das Kameraden. Endlose Warten. Lasst weicht uns den Rat Kampf. Halten, bevor Alduins wir uns blindlings in den Kampf sein stürzen. Sein Tod oder unserer. Alduins Nebel ist mehr als eine Falle. Seine schattige Düsternis ist sein Schild und sein Mantel. Aber wenn wir vier Stimmen vereinen, können wir den Nebel wegblasen und ihn zum Kampf zwingen. Feldir spricht weise. Der Weltenfresser, der Feigling, fürchtet euch, Drachenblut. Wir müssen seinen Nebel vertreiben, indem wir unsere Schreie vereinen und dann in verzweifeltem Kampf gegen unsere schwarzgeflügelten Widersacher die Klingen ziehen. Auf in den Kampf, meine Freunde! Die Felder werden vom Lärm des Krieges widerhallen. Unsere Willen Am heutigen Tag ruhen Shaws Augen auf euch. Wir können den Widersacher bei diesem Nebel nicht bekämpfen. Wolkenlose Himmel, bringt unsere Schreie zusammen! Wir müssen unsere Schreie vereinen, um diese Schatten zu vertreiben.
seine Stärke, denn kein Ende ist unser Kampf vergebens. Bleibt standhaft, seine Stärke versiegt. Noch einmal und seine Macht ist gebrochen. Noch einmal und der Weltenfresser muss sich uns stellen. Wir können den Widersacher bei diesem Nebel nicht bekämpfen. Wolkenloser Himmel, bringt unsere Schreie zusammen. Atempause!
endlose Warten. Alduins Untergang. Diesmal gibt es keine Großerde. Ist Sovngarde von seiner grausamen Falle. Von diesem Kampf wird man in Shors Halle für immer singen. Doch euer Schicksal wird sich nicht hier erfüllen. Wenn ihr eure Tage bis zur Neige gelebt habt, darf ich euch hier von Neuem willkommen heißen. Mit froher Freundschaft und euch zum seligen Feiern einladen. Ruhm und Ehre dem Drachenblut, gepriesen sei er mit höchstem Lob. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, dann sagt es mir und ich schicke euch zurück. Verweilt nicht zu lange. Für einen längeren Aufenthalt eines Sterblichen
ist das Land der Toten nicht gemacht. Unsere uralte Schuld für Alduins Gnadenfrist ist nun bezahlt. Die lange Nacht ist zu Ende. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, dann sagt es mir und ich schicke euch zurück. Kehrt jetzt nach Nian zurück mit diesem reichen Lohn von Shaw, meinem Herrn. Ein Schrei, der in der Stunde der Not einen Helden von Sovngarde herbeiruft. Halt! Machilost und Dul Bormachu. Alduin war einst die Krone der Schöpfung unseres Vaters Akatosh. Ihr habt getan, was notwendig war. Alduin hat sich in seiner Pachlok, der Arroganz seiner Macht, weit vom Weg des rechten Handelns entfernt. Aber ich kann seinen Sturz nicht feiern. Su-Tiras Ach-Otmar. Er war einmal mein Bruder. Diese Welt wird nie wieder dieselbe sein. In der Tat, ihr habt klarer gesehen als ich und ganz gewiss klarer als Alduin, Roch-Funta-Korah. Vielleicht habt ihr nun eine Vorstellung von den Kräften, die die Venesetid formen, die Ströme der Zeit. Vielleicht seht ihr die Welt allmählich aus den Augen eines Dovar. Aber ich vergesse mich. Krossis, Solos mit Fadon. Melancholie ist eine Falle, in die ein Dovar nur allzu leicht tappt. Ihr habt soeben einen mächtigen Sieg errungen, Zachrot Krongrach, der für den, der Augen zu sehen hat, durch alle Zeitalter dieser Welt erschallen wird.
Genießt euren Triumph, Dovahkiin. Dies war nicht das letzte Mal, dass ihr euer Zeichen auf den Strömen der Zeit hinterlassen habt. Goran, so jung habe ich mich seit vielen Zeitaltern nicht mehr gefühlt. Viele sind jetzt über Kisal verstreut. Ohne Alduins Herrschaft beugen sie sich vielleicht der Vazen. Rechtmäßigkeit meines Tuns. Aber ob sie wollen oder nicht, hören werden sie es. Lebt wohl, Dovahkiin. Ich wünsche dem Alten bei seinem Auftrag viel Glück. Doch ich bezweifle, dass viele den Wunsch hegen, Alduins Herrschaft für die Tyrannei von Parthur Nax Weg der Stimme aufzugeben. Was mich betrifft, so habt ihr eure Meisterschaft zweifach bewiesen. Turi Dovahkiin, ich erkenne die Macht eures Turm mit Freuden an. Su oder Wing, ruft mich, wenn ihr mich braucht. Ich werde kommen, wenn ich es kann. Ich sehe es in euren Augen. Ihr habt das Land der Götter erblickt und seid zurückgekehrt. Heißt das, es ist vorbei? Ist Alduin wirklich besiegt?
Es ist vorbei. Vielleicht war es das letzten Endes alles wert. Ihr habt euch als mächtig in Wort und Tat erwiesen. Um Alduin zu besiegen, habt ihr gelernt, schreckliche Waffen zu beherrschen. Nun liegt es an euch, zu entscheiden, wofür ihr eure Macht und euer Können einsetzen wollt. Werdet ihr zu einem Helden, dessen Name über Zeitalter hinweg besungen wird? Oder wird euer Name ein Fluch für zukünftige Generationen sein? Oder werdet ihr einfach aus den Geschichtsbüchern verschwinden, von allen vergessen? Lasst euch vom Weg der Stimme leiten, dann werdet ihr den Pfad der Weisheit erkennen. Atem und Konzentration, Drachenblut. Eure Zukunft liegt vor euch. Und